Die Welt wird von Aliens bedroht, ein Mädchen kämpft mit ihren Psychosen und ein U-Bahn-Fahrer plant einen Mord. Das alles gibt's jetzt bei unseren Filmtipps. Viel Spaß! Wir starten mit Der Tag, an dem die Erde stillstand 2. Die Menschheit wird im Film ja immer wieder mal von allen möglichen Bedrohungen heimgesucht. Seien es Meteoriten, Zombies oder Tornados mit Haien drin. Diesmal aber sind es gigantische Roboter, die sich auf der ganzen Welt in den Hauptstädten verteilen. Außerirdische haben sich nämlich die Erde ausgesucht, um ihre Bewohner, das sind wir, unter Druck zu setzen. Entweder wir beweisen, dass wir es wert sind zu überleben, oder wir werden vernichtet. Klingt auf jeden Fall nach keiner leichten Aufgabe und ihr könnt gespannt sein, wie wir uns aus diesem Desaster wieder befreien. Sci-Fi- und Action-Fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Auf der 2, Waking Madison. Madison hat es nicht so einfach. Sie leidet unter Identitätsstörungen und Psychosen. Nach einem missglückten Selbstmordversuch landet sie in der Obhut von der Psychologin Elizabeth Barner. Elizabeth versucht natürlich verzweifelt ihr zu helfen, doch Madison will das Ganze selbst in die Hand nehmen. Und so verbunkert sie sich mit einer Videokamera in ihrer Wohnung. Dabei stellt sie sich ein gefährliches Ultimatum. Wenn sie in 30 Tagen nicht die Lösung für ihre Probleme findet, will sie sich selbst umbringen. Und so beginnt für sie ein psychischer Höllentrip. Kann Madison ihrer Vergangenheit auf den Grund gehen? Was passiert eigentlich in diesen 30 Tagen? Und was tut Elizabeth, um sie dabei zu unterstützen? Findet's heraus und schreibt uns eure Meinung zu diesem spannenden Drama in die Kommentare. Und diese Woche an der Spitze 3 und raus. U-Bahn-Fahrer in London zu sein, ist jetzt vielleicht nicht der spannendste Beruf auf Erden. Für Paul wird er aber zum regelrechten Albtraum. Jemand gerät nämlich vor seinen Zug und das Unvermeidliche passiert. Er überfährt ihn. Paul hat nicht mal die Gelegenheit, sich großartig von diesem Schock zu erholen, denn das Schicksal meint es wirklich nicht gut mit ihm und so kommt es dazu, dass er nur kurze Zeit später auch noch eine zweite Person überfährt. Das macht ihn natürlich total fertig und am liebsten würde er einfach alles hinschmeißen. Doch dann erfährt er von seinen Kollegen eine interessante Information. Sollte ihm sowas in kürzester Zeit nämlich noch ein drittes Mal passieren, dann ist er raus aus der ganzen Sache und bekommt obendrauf noch eine dicke, fette Abfindung. Paul sieht das als die Chance seines Lebens und er findet auch recht schnell jemanden, der sich für sein Vorhaben eignet. Allerdings entwickeln sich die Dinge nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das schaut ihr euch am besten selber an. Das war's mal wieder mit unseren Tipps. Wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder für den ein oder anderen Film begeistern. Wenn das der Fall war, dann schaut sie euch am besten gleich hier an. Ansonsten lasst uns doch auch gerne ein Abo da, dann seid ihr immer über unsere neuesten Filme informiert. So, und zum Schluss nochmal aufgepasst, denn auch diese Woche könnt ihr wieder ein paar DVDs bei uns gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, schreibt unter einem dieser Filme in die Kommentare das Wort Gewinnspiel. Und wir losen dann am Ende der Woche einen Gewinner aus. Genauere Infos findet ihr natürlich wieder auf unserer Facebook-Seite, Link ist in der Beschreibung. So, jetzt habe ich genug geredet, ich lasse euch mal eure Filme schauen, viel Spaß dabei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao!